Die Ärztekammer hat am Mittwoch ihr sogenanntes Regierungsprogramm für den Gesundheitsbereich vorgestellt. Darin formuliert sie ein Bekenntnis zum Fortbestand des solidarischen Gesundheitssystems. Es besteht großer Reformbedarf. Es ist ein noch funktionierendes, aber schon mit sehr viel Baustellen versehenes System. Wir haben das Thema des Ärztemangels, wir haben das Thema der daraus resultierenden zu wenigen Mannschaften, daraus Wartezeiten, sowohl in den Ordinationen als auch für Operationen im stationären Bereich. Dabei gäbe es eigentlich genug Ärztinnen und Ärzte, diese müssten aber in Österreich gehalten werden, so Steinhardt. Er forderte eine Flexibilisierung des Berufs, um international wettbewerbsfähig zu sein. Flexible Teilzeitverträge, Jobsharing, was besonders unseren Kolleginnen helfen würde, das Anstellen von Ärzten bei Ärzten, keine berufliche Beschränkung von Wahlärzten, kein Verbot. Diese ganze Verbots- und Zwangskultur, die man da aufbauen möchte, führt zu überhaupt keiner Motivation junger Kolleginnen und Kollegen. Außerdem fordert die Ärztekammer einen Abbau von Bürokratie, etwa bei der Bewilligung von Medikamenten. Zusätzliches nichtärztliches Personal soll es auch für Einzel- und Gruppenpraxen geben. Der künftige Gesundheitsminister der neuen Regierung sollte ein Gefühl für das System haben. Wir sind in den letzten anderthalb Jahrzehnten sind wir in der Gesundheitspolitik, hat vorhin ein Thema immer gehabt, was können wir einsparen und wie wird es billiger. Und wir haben uns eigentlich nicht auseinandergesetzt, wie wird es besser und wie wird es qualitativ stärker. Und das würde ich mir wünschen.